Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Irland, Teeling, Single Cask, nur bei www.irish-whiskies.de. Das ist eine Amarone. Was? Also, ich musste mich schlau lesen, denn ich kannte Amarone bisher eigentlich nicht als Wein. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich hier Neuland. Also, 10 Jahre alte First Fill Bourbon Fass an eine 2 Jahre lange Nachreifung in diese sogenannte Amorane. Amora oder Amoro heißt dann auf Italienisch bitter. Also, es ist ein Bitterwein. Ja, also zwischen Verona, Lieblingsstadt in Italien, muss ich ganz ehrlich sagen, da hat man römische, mittelalterliche und auch Renaissance und heute alles zusammen an einem Platz. Es ist eine geniale, geniale Stadt. Bis rüber nach Venedig ist diesem Gebiet, auch Norditalien, einen Moment, nicht schlecht. Und ich schenke hier ein. Und dort werden dann die bestimmte Reif, die Ernte eingeholt, denn meistens Richtung Oktober. Und dann werden diese Trauben, die besten Trauben, die Sie finden können, für 4 Monate, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, luftgetrocknet. Und diesen Prozess heißt Appassimento. Ah, mein Italienisch ist echt grässlich, sorry Leute. 79,90 € kostet die Flasche bei Mareike. Bei Whisky Invest 5 Euro mehr. Naja, lieber bei Mareike hier kaufen. Und dieser Prozess des Trocknens, diese Lufttrocknens, gerade hin zu ein bisschen Winter, erzeugt einfach mal ein Schrumpfung von dem Wassergehalt und eine Steigerung von dem Zuckergehalt, sodass dieser sehr schwere Whisky, Wein, dann bis zu 14% Alkohol bei Volumen hat. Und dann kommt es für 2 bis 4 Jahre sogar in ein Holzfass rein. Und nun diese Holzfässern von dieser Amarone, Weine, schwere Rotweine aus Norditalien, wird dann hier benutzt, um diese Whisky hier zu veredeln. 58,4%. Also Whisky Base Nummer 1, 2, 4, 3, 5, 5. Das ist Fass Nummer 19926 und es gibt davon 258 Flaschen davon weltweit. Und danach ist Sense. Also kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Wie ich sagte, 10 Jahre alt, 10 Jahre lang First Fill Bourbon Fässern, 2 Jahre lang jetzt diese Amarone. Und jetzt wird meine Nase sagen, ob das hier gut war oder nicht. Mai 2006 in Fass eingefüllt, Oktober 2018 denn dort in der Flasche. Alles an Informationen steht hier drauf und ich kriege jetzt schon auf diese Entfernung eine Rotweinnote. Eine süße, interessante Rotweinnote. Also jetzt bin ich ich habe hier eine Whisky gehabt im Glas neulich. Ah ja, genau. Es war für den Whisky Messe in Dresden. Das war in Linkwood. Der irgendwie ein halbes Jahr lang in Rotwein war. Und da es fühlte sich so an, Entschuldigung, also auch Roy, als ob der Rotwein diese Whisky vergewaltigt hätte. Es ist wirklich eine... Also es war wirklich zu viel. Es war eine... Ich mach dich platt. Das hier ist schon eine interessante Sache, denn das ergänzt sehr gut das, was ich hier in der Nase habe. Mein zweiter Gedanke ist, würde ich es erkennen als Irish Whiskey? Und ich muss ehrlich sagen, noch nicht. Wenn ich einfach mal auch die Farbe, das ist hier auch schon, man sieht diese rötliche Tönung, kann man vielleicht sogar auch hier sehen. Ach, ich muss doch mein Blatt Papier hier holen. Jason schmeißt alles wieder rum. Also ihr merkt schon, wie rötlich das ist. Das kommt hier wirklich sehr gut durch, muss ich sagen. Also auch im Glas hier, Mensch, also kann man auch hier eine Note sehen, der da, eine Farbton, der wirklich wesentlich rötlicher ist als sonst. So. Also wenn man an Irish denkt, dann denkt man natürlich immer wieder an diese leichte und diese ein bisschen Zitrus, ein bisschen zu Butterigkeit. Den habe ich an der Nase nicht.
Man merkt schon seine 58%, und ich würde denken 52% erstmal in der Nase. Der hat schon ein bisschen Push, aber nicht so viel. Und die ganze Zeit denke ich an eine meiner Lieblingswhiskys, die ich jemals von Teeling hatte, nämlich eine Vollreifung in ein Portfass. Ich glaube, 14 Jahre alt. Oh, der war so gut. Der war auch um 58% herum. Das könnte man tatsächlich wie Butter da trinken. Das war Bombe. Okay, lass uns mal probieren. Ich bin ganz gespannt hier, wie ich hoffe, mir den hier gut schmeckt. Teeling meistens gut, ab und zu mal, naja. Der hat was. Nett. Ich warte, ich warte. Finish. Also, ich sage einfach mal genial. First Fill Bourbon Fässern. Ja. Ich sage jetzt 2 Jahre lang eine Rotwein, eine Amoreno. Finish. Tat diese Whisky richtig gut. Also, sehr, sehr schön, sehr, sehr gut. Also, wie ich schon sagte, 79,90 €. Wer mich kennt, ich vergleiche gerne. Und ich habe nichts von irgendein Finish hier drin. Deshalb nehme ich einfach eine andere Flasche von Mareike, von www.irish-whiskies.de. Ich nehme deren Batch Rock, also Black Rock Batch Nummer 6. Das ist eine 12 Jahre alte. 10 Jahre plus 2, 12 Jahre alte. Single Malt Whisky mit 58,1, 58,4. Allerdings ist es ein Bourbon Cask, matured, non-chilled filtered, no color added. Und das ist eine von 120 Flaschen. Warum 120 und warum 200? Ich immer noch vermute, dass da eine Halbfass war und nicht der ganze Fass. Natürlich hat vielleicht viel geleckt, wer weiß, aber ich glaube nicht. Ah, das war eine nette Kork. Boom. So, ich werde die beiden vergleichen, obwohl sie nicht Brüder sind. Dennoch kommen sie aus dem gleichen Hause. Und deshalb finde ich diesen Vergleich einfach nur fair. Denn preislich liegen wir auch hier, glaube ich, bei 89 € und hier 79 € Pi mal Daumen. Ich habe nicht nachgeschlagen, halte mich hier nicht fest. Nagel mich nicht damit fest. Also von preislich ist das ungefähr identisch. Deshalb meine Empfehlung. Was würde ich lieber kaufen? Ich, Whiskey Jason, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Eine vanillig, schöne, nette Reifung. Also ich glaube, Batch Nummer 4 war das mit den 16 Jahre alte Triple Distill. Der war echt Bombe. Also gibt's nicht mehr leider. In der Irish Whiskey, wie heißt das? Irish Whiskey Freunde, Irish Freunde, genau. Irish Whiskey Freunde, Facebook-Gruppe gab es jemanden, der tatsächlich versucht hatte, Samples loszuwerden von alle 6. Batch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das ist Set. Mein Problem war, ich habe alle 6 schon mal gehabt, beziehungsweise auch selbst schon versampled mit allen möglichen Leuten. Aber wer da dieses Angebot annehmen möchte, normale, angenehme Preis, und da kriegt man wirklich eine Geschichte jetzt hier vom Irish Whiskey in den letzten 5 Jahren einfach erzählt, kann man wirklich so machen. Also dieses Amorone am Finish ist super deutlich hier. Das ist eine interessante Sache. Aber mein Herz schlägt eher für etwas ohne Finish, um ganz ehrlich zu sein. Also, das bin ich. Ich werde jetzt nochmal nippen. Da kommt ein bisschen Wasser jemals rein und dann meine abschließende Beurteilung. Wow. Mandeln sogar da drin. Ein bisschen Marzipan. Viel Holz dabei, aber wirklich gutes Holz. Whisky, wie es sein dürfte, meiner Meinung nach. Also eine Fassstärke, 12 Jahre alte Single Malt Irish Whisky. Gut, 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 gut.
Immer noch keine Crackern, also Cracker Time, Wasser Time, Water Time, yay! Machen wir einfach mal Water Time als Cracker Time. Und hier drüben, gefällt mir außerordentlich gut, wie er meine Geräuschen hier einfach erlebt. Erdbeer dazu. Also wirklich wie ein, als ob ich Sekt mit Erdbeeren hätte ein bisschen. Der hat auch was, der ist echt gut. Wie gut. Wasser. Ich muss Wasser reintun, bevor ich das abschließend beurteilen kann. Also. Bei 58% kann es tatsächlich ein bisschen was vertragen. Mein Gehirn sagt 2. Die Frage ist 2 minus oder 2. Also deshalb mit Wasser werde ich es gleich hier nochmal testen und schauen. Oh, am Ende kommt echt eine interessante Säure. Das ist schlecht gesagt, aber eine Säure ist schon richtig, aber eine angenehme, fast eine süßliche Säure mit dazu, also diese bittere, also dieser Amaro, also Bitterstoffe, auch diese Wein. Ich muss mir so eine Flasche davon besorgen, um einfach mal ein Geeichter zu wissen, was ich hier trinke und warum ich mir das gut finde oder nicht gut finde. Also, ich bin ziemlich sicher, dass ich weiß trotzdem, was das kriegt. Sorry. Oh ja. Also. Oh ja, auch am Ende. Schön. 2 minus, sorry. Also, mein Herz sagt, es sollte ein 2 sein, aber ich weiß, wenn ich das blind verkosten würde mit anderen Dingen, würde mich dieser Weinfinish doch ein bisschen nerven. Und deshalb möchte ich mir ehrlich sein und euch ehrlich sein. Es kriegt ein 2 minus. Was echt. 1, warum hast du es nicht gekauft? 2, kauf es. 3 kann man kaufen. 4 braucht man nicht kaufen. 5, warum wurde das Zeug überhaupt hergestellt? Also von daher eine klare Kaufempfehlung. 79,90 € Einzelfassabfüllung, 2 Jahre Finish in dieses Amorone. Ich will Amoreno. Amorone-Fässern da. Teeling, also 12 Jahre alt, also er kriegt von mir sogar ein solide 3. Also, weil ich einfach das gut finde. Also, von daher, Leute, Samples bei mir, hahaha, gab's noch. Hoffentlich, wenn dieses Video rauskommt, gibt es sie noch. Und ich kann euch wirklich am Herzen legen, denn so etwas mal hier zu, ja, zu kaufen. www. Irish-Whiskies mit AYS.de. Mareike Spitzer, sie wird sich freuen. Also, ich kann euch wirklich im Herzen legen, auch der Blackrock Batch Nummer 6. Lecker, lecker, lecker. Also, gefällt mir sogar noch besser. Und deshalb würde ich auch ein 2-2 Plus hier geben und das hier ein 2 Minus. Genau, fast 2. Nun, meine Frage ist, und jetzt werde ich einfach mal mein Horizont hoffentlich durch euch erweitern. Welche Whiskys da draußen in der Welt wurden schon mit Amarone-Fässern denn hier gefinisht? Gab es irgendwelche Vorreifungen da drin? Gab es irgendwelche Finishes da drin? Also welche wurden, gab es schon? Also keine Ahnung, ob Kilhoman schon etwas gemacht hat oder ob denn da vielleicht Glenmorangie etwas gemacht hat. Keine Ahnung, ich kenne mich da noch nicht aus. Aber durch euer Wissen, dieses Schwärmen, am Wissen werde ich das mehr und mehr wissen, also mehr oder mehr erfahren. Frage des Tages: Welche Abfüllungen denn mit Amorone Weinfässern aus Norditalien kennt ihr? So, liken, falls noch nicht, abonnieren, falls noch nicht, auf meine Sample-Liste schauen, falls noch nicht, das ist da. Und auch dann auf Amazon was anderes kaufen, hilft echt, dass ich ein paar Scotches hier immer wieder auch bestellen kann. Das ist eine nette Sache. Jeden Tag 17:30 Uhr kommt Video raus, es sei denn, es ist Sonntag, dann kommt die um 21 Uhr mit einem Gast und das ist ein Livestream mit Whiskey Jason, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Tschüss, bis morgen, bye bye.